7,2 Kilometer laufen, 12 Kilometer Radfahren und 9,6 Kilometer Langlaufen galt es bei der Weltmeisterschaft im Wintertriathlon in Zeltweg zu absolvieren. Nach bereits 3 durchgeführten österreichischen Staatsmeisterschaften überzeugte das Sportzentrum Zeltweg gemeinsam mit dem durchführenden Verein Xtreme Zeltweg auf ganzer Linie. Wir sind sehr zufrieden. Der Wettergott belohnt uns heute mit einem wunderschönen Sonnentag oder Wintersonnentag und belohnt uns einfach für die Arbeit, die wir von September bis heute geleistet haben. Zahlreiche Besucher waren bei fast schon frühlingshaften Temperaturen und traumhaftem Sonnenschein nach Zeltweg gekommen, um die internationalen und vor allem auch nationalen Sportler anzufeuern. Eine Besonderheit des Sportzentrums ist mit Sicherheit die zentrale Lage, die eine gute Übersicht vor allem auf die Lauf- und Langlaufstrecke bot. Bei den Damen der Elite sorgen vor allem die beiden Russinnen Olga Bafinenko und Julia Surikova für Spannung. Gemeinsam wechselten sie nach dem Lauf auf das Mountainbike. Bei der doch anspruchsvollen Strecke durch das matschige und tiefe Feld konnte Julia Surikova ihren Vorsprung deutlich erhöhen und ging auch als Erste auf die 9,6 Kilometer lange Langlaufstrecke. Gefolgt von Olga Bafinenko und Romana Slavinets, die ihren 3. Platz von der Laufstrecke weg über die Radstrecke bis hin zur Langlaufstrecke halten konnte. Nach 1 Stunde 27 Minuten und 30 Sekunden ging die junge Russin Julia Surikova als Weltmeisterin durchs Ziel. It was very good. It was amazing. Good race, good ski, good snow. It's sun, it's good weather. It's a perfect day for you. Yes. Über den 3. Platz vor heimischem Publikum freute sich Romana Slavinets. Publikum ist immer gute Unterstützung, normal sind es immer die Eltern, die was mit sind und jetzt sind doch mehr Leute da und es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, wenn bei jeder Runde die Zuschauer den Namen rufen, die Welle machen, wenn du vorbeilaufst, also es ist Anspann pur. Eine grandiose Leistung vollbrachte auch Sina Hinteregger, die in der U23-Klasse den Weltmeistertitel nach Zeltweg holte. Ja, ich war ziemlich am Limit, die Creme haben wir so zu dann und ich bin dafür froh, dass ich das so geschafft habe. Bei den Herren konnten sich ebenfalls 2 Russen, Andrej Pavel und Evgeny Kirillov, über den Weltmeister- und Vize-Weltmeistertitel freuen. Bester Österreicher wurde Silvio Wiltschnig auf Platz 7. Diese Weltmeisterschaften waren großartig organisiert und umgesetzt und ein wirkliches Highlight für die Sportstadt Zeltweg.